Ja, moin, liebe Werder-Fans. Die erste Trainingseinheit in Algorfa ist beendet und es geht ein bisschen locker zu zum Anfang. Es wurde ein bisschen gedehnt, ein bisschen gestretched. Das obligatorische 5 gegen 2 durfte natürlich nicht fehlen. Und ein bisschen auf dem Platz wurde auch noch was gemacht, aber noch nichts Wildes. Erstmal nur zum Reinkommen. Nach einer Stunde war der ganze Spuk auch schon wieder vorbei. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Laune bei optimalem Wetter. Max Kruse in gewohnter Manier hat er die Trainingseinheiten so ein bisschen moderiert, seine Spieler gefoppt oder Mitspieler gefoppt und hochgenommen. Aber es herrschte eine gute Stimmung, man merkte, die Jungs haben alle wieder richtig Lust. Trainingsgast auf dem Nebenplatz war, ihr seht den Bus vielleicht hinter mir stehen, Olympique Lyon, also durchaus ein Hauch internationaler Fußball hier in Algorfa. Die Franzosen sind relativ kurzfristig hier auch aufgeschlagen im Hotel, trainieren jetzt auf dem Nebenplatz der Bremer. Ein Testspiel wird es aber nicht geben, das hat Frank Baumann uns gerade eben nochmal bestätigt. Dafür sei die Zeit einfach zu kurz, die Franzosen hier sind, und stattdessen werde es einfach bei den Bremer Testspielen gegen Twente und Antwerpen am 7. Januar bleiben. Ansonsten, ja, die Mannschaft ist gerade beim Mittagessen. Gleich wird Zlatko Junuzovic noch in der Medienrunde ein bisschen was erzählen. Bislang, wie gesagt, hat sich nur Frank Baumann geäußert, der hier die Bedingungen wirklich sehr, sehr gelobt hat, sehr zufrieden ist mit dem Hotel und mit dem Platz an sich. Auch die Mannschaft, natürlich sind einige Spieler von der Anreise noch ein bisschen geschlaucht, ist dann halt doch was anderes, wenn man direkt am 1. Januar wieder anreist, aber er ist zuversichtlich, dass hier ein gutes Trainingslager stattfinden wird. Ansonsten hat er sich noch einmal zu dem Kader geäußert und gesagt, dass er dem weiterhin vertraut und keine Notwendigkeit sieht, jetzt wirklich unbedingt zwingend handeln zu müssen. Auch mit möglichen unzufriedenen Spielern plant er eigentlich weiterhin. Es sind auf jeden Fall noch keine Gespräche mit anderen Clubs geführt worden über eventuelle Abgänge. Ja, wir machen jetzt auch so ein kurzes Päuschen, bis Zlatko Junuzovic kommt, und alles Weitere, wenn es da wieder Weiteres gibt, erfahrt ihr natürlich über uns bei Mein Werder. Ciao, ciao.